Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen wieder eine Runde mit unserer Serie A. Ich muss zugeben, El Shaarawy ist mir bisher überhaupt noch nicht aufgefallen, aber wie gesagt, den habe ich mir in allererster Linie gekauft als Wertanlage und weil ich ihn spielen kann, spiele ich ihn dann logischerweise auch. Das gefällt mir nicht so von den Trikots her und ich will, wie gesagt, kein helles spielen. Also nicht als Auswärtsmannschaft möchte ich ein helles spielen, weil da. Ja, das gefällt mir besser. Das ist, glaube ich, französische Nationalmannschaft, was er da anhat. So, konzentrieren. Komm, mach wieder ein 4-0. Volle Chemie auf jeden Fall schon mal. Wieder russische Liga. Die russische Liga wird halt ultra billig sein, klar. Also die ist halt preiswert, aber da hat man doch auch wenig Potenzial, um aufzubauen. Es kann natürlich sein, dass sie die bloß jetzt spielen und dann in einem Monat oder so halt die Sachen wieder verkaufen und auf ein anderes Team gehen, weil man hat halt so gut wie keinen Wertverlust wahrscheinlich. Krasses Tor, krass rausgespielt, war auch nicht perfekt verteidigt von mir. Aber egal, es ist nur ein 1-0. Wir wissen, wie schnell das hier umgedreht laufen kann. Das Einzige, was halt bei dem 1-0 ist, man hat halt oh, direkt den Moralbonus. Das ging leider viel zu schnell. Ich habe mal vergessen, auf hohe Druck zu stellen. Das ist, glaube ich, wieder ein ziemlich schneller Spieler. Also das wird wieder ein schwieriges Spiel, denke ich. Ich wollte nicht auf ihn spielen. War auch abseits, aber ich wollte auch nicht auf ihn spielen. Ach, es war ein Foul. Okay, das habe ich gar nicht gemerkt. Astori, das ist doch ein Innenverteidiger. Schade. Dass der zum Kopfball kommt, wusste ich, aber das war leider nicht sehr platziert. Oh, das war auch wieder krass gespielt. Ich habe keinen Zugriff bekommen, war auch teilweise zu weit vom Gegner weg, aber ich traue mich immer nicht näher ranzugehen an den Ballführer, weil ich dann Angst habe, dass er mich mit irgendeiner Drehung aussteigen lässt. Das ist eigentlich gelb, das Foul. Glück. Hier nicht mehr. Kein Foul? Oh, jetzt ist die Seite halt komplett offen.
Müsste eine Ecke geben, ja. Oh, ich bin einfach zu langsam teilweise im Kopf. Rossi ist langsam. Krass ausgespielt, einfach nur perfekt gespielt. Gegner spielt auf jeden Fall viel besser als ich im Angriff. Oh, das kotzt mich an, ey. Man fühlt sich einfach so hilflos. Ich sage ja, sobald der Gegner ein bisschen schneller spielt, ist es einfach so schwer, also für mich zumindest. Tja, FIFA 16 war, ich glaube, der Angriff ziemliches Problem. Jetzt ist in FIFA 18 ist es der Defensive. Wie gesagt, ich halt mache halt solche Schüsse, ne? Und der spielt sich halt hundertprozentige raus. Das ist halt das Problem, das ist halt der Unterschied. Oh. Grätscht doch irgendwie die ganze Zeit. Weil es ist halt so jemand, der total aggressiv auf den Ballführer geht und trotzdem kriege ich es nicht hin, irgendwie das auszunutzen. Verstehe ich nicht. Das ist doch eigentlich das, was man nicht machen soll. Geiler Abschluss. Oh, so knapp. Vielleicht ist da wirklich die fehlende Pace. Vielleicht der Pass von El-Sharawi. Also jetzt macht der Gegner halt irgendwie komisch viele Fehler. Ich weiß auch nicht. Versucht mich durchzudribbeln, schaff's nicht. Oh, ich bin so unzufrieden. Der Gegner spielt doch eigentlich überhaupt nicht gut. Er hat halt einen guten Angriff, aber in der Defensive bin ich einfach komplett scheiße. Ich muss es doch ausnutzen können. Warum schaffe ich das nicht? Komm schon. Er hat sich halt echt 200%ig rausgespielt. Das ist das große Problem. Komm, es sind nur zwei Tore. Du weißt genau, dass du das drehen kannst. Ja, wie aggressiv der einfach nur drauf rennt. Total schlecht eigentlich. Dann kriegt er halt den Ball, weil meine Spieler auch teilweise einfach Pässe abziehen. Unglaublich.
Oh, den muss er doch machen, aber ja, der hat keinen guten Abschluss. Ich weiß, aber war auch ein knapper Schuss daneben. Och, und wieder dumm, 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 dumm. Komm schon, bleib ruhig. Du kannst immer noch zwei Tore schießen. Bleib einfach ruhig. Es ist unglaublich, wie der ständig an mir dran ist und ich nicht verstehe. Hier, es kann doch nicht sein, wie macht denn der das? Er rennt doch einfach nur aggressiv drauf. Da hat er sich den Ball zu weit vorgelegt, der Quagi. Das war eigentlich das 1-0. Das 1-0, das 1-2. Meine Fresse! Diese Pässe teilweise! So ein einfacher Kurzpass. Wir stolpern die ganze Zeit nur sinnlos rum. Oh, was war denn das wieder für ein Pass, Valero? 85er Laufpass. Ich werde es nicht schaffen, ich sehe es schon kommen. Ich werde wieder rausfliegen in der ersten Runde. Nice. Zweiten Runde ist es, ne? Und das gegen einen Gegner, der ultra schlecht verteidigt, meiner Meinung nach. Weil ich einfach so einen beschissenen Angriff habe. Och, jetzt rennen sie sich noch gegenseitig über den Haufen. Komplett bescheuert. So ein geschenktes Scheißtor. So ein geschenktes Scheißtor, weil sich meine Spieler wieder nicht raffen und über den Haufen rennen. Unglaublich. Oh, das ist eine bittere Niederlage. Der rennt mit irgendjemandem von Kilometer. Ach, ist egal. Natürlich bekommt er den Ball. Oh, wieder den Ball scheiße vorgelegt.
Der Gegner gewinnt nur, weil er viel besser, also weil er besser im Angriff spielt. Wenn ich genauso gut gespielt hätte, angriffsmäßig, wie er, hätte ich ja locker gewonnen, weil er einfach defensiv total schlecht ist. Aber wenn man halt mehr Tore als der Gegner schießt, ist es halt scheißegal, ob der Gegner schlecht im Angriff ist. Wenn man halt dann solche Dinger nicht macht, hätte er halt locker auch drei Tore schießen können. Oder müssen. Toll. Jetzt bringen wir das 3-1 nichts mehr. Im Gefühl hat, glaube ich, aber dass hoher Druck besser ist als Ballbesitz. Das ist eine bittere Enttäuschung, dieses Spiel. Einfach eine bittere Enttäuschung. Es geht mir aber sack, dass ich offensiv so schlecht bin, dass ich... Ich meine, die Defensive wird sich logischerweise noch verbessern irgendwie, irgendwann, irgendwo, das ist klar, aber wenn ich halt einfach offensiv besser wäre, dann würde ich viel mehr Spiele gewinnen, weil logischerweise für die Gegner die Defensive ja auch schwer ist. Hat man ja gerade gesehen, das war einfach miserabel verteidigt vom Gegner. Schon wieder ein Verletzter? Wollen die mich verarschen? Du kannst doch nicht in jedem Spiel jemanden verletzen. Mann, Mann, Mann. So, ruhig. Es geht wieder von vorn los. Es ist noch kein einziges Mal geschafft, ins Halbfinale zu kommen. Wir haben doch noch 4 Versuche, oder? Aber wie gesagt, ich gehe sowieso davon aus, ach, das ist so beschissen, ey. Da habe ich echt dieses Wochenende Zeit, die Weekend League zu zocken. Und es wird nicht dazu kommen, weil ich mich nicht qualifizieren werde. Das ist echt bitter, ey. Das ist richtig traurig. Moment mal, da hat er jetzt schon einen 90er Spieler auf dem linken Flügel. Was dauert denn das immer so lange, bis die Bilder geladen werden? Was hat er denn jetzt auf dem linken Flügel? Wer ist denn das? Ach so, okay. Leihspieler aber. Trotzdem krasses Team schon. In der ersten Runde, ne? So, konzentrier dich, komm. Ich versuche wieder hoher Druck. Wenn der angekommen wäre, der Pass auf Traoré, schade. Ja, also wie gesagt, mit Ecken habe ich doch überhaupt keinen Plan, wie das am besten funktioniert. Merkwürdiger Pass, der aber glücklicherweise ankommt. Lackertor mit Origi. Schöner Schuss vorher von Hintep. Konzentrieren auch im Angriff. Ich muss mich einfach versuchen, im Angriff genauso zu konzentrieren wie in der Abwehr. Ist der 90er, oder? Mit Glück habe ich da Alaba stehen. Hab kurz gedacht, dass das Schiri ein Spieler von mir ist. Was? Oh, Verteidiger war noch dran. Ich dachte schon, mein Spieler war das. Aber schön, dass ich den gesehen habe überhaupt. Oh Gott!
Oh Gott, geh da mit dem Kopf hin, Depp. Was machst du denn? Aber genau da wollte ich hinflanken, das war schon mal geil. Gegner ist wieder nicht so gut. Glücklicherweise. Aber ich bräuchte halt auch mal einen schwächeren Gegner in der zweiten Runde. Mann, ich wusste, dass das so merkwürdig nach innen zieht. Dann hätte ich nicht nochmal mir den vorgelegt, den Ball. Schade, Hector. Er hat, glaube ich, noch kein Tor gemacht. Bender macht die Tore im Mittelfeld. Aber wir haben erst ein Tor, das dürfen wir auch nicht vergessen. Der Gegner spielt zwar nicht so gut, aber wir haben erst ein Tor. Und jetzt auch noch kein zweites. Was wir hier die Pässe vom Gegner abfangen, ist krass. Also da macht wirklich eher schwache Pässe. Das ist ein Foul. Schön antizipiert. Oh, zu weit. Oder? Ich dachte schon, Arangis kommt ran. Aber an sich war der Pass zu weit. Also der verteidigt echt schlecht. Weiß ich nicht, wen er da. Also der wollte Traoré anspielen. Wieso weiß ich nicht, weil es war logischerweise nicht geplant, dass er, also den wollte ich anspielen. Ich wollte einfach in die Mitte passen. Aber da muss ich wahrscheinlich eine flache Flanke oder sowas machen und damit spiele ich halt leider gar nicht. Wir müssen mal das zweite Tor machen, habe ich so das Gefühl. Bei dem, der Gegner spielt halt so schlecht, dass ich bei dem halt so das Gefühl habe, so von wegen, oh, der verteidigt ist voll geil, das machst du richtig gut, so mit dem abwartenden Verteidigen und so. Und ich weiß halt, dass es das einfach nur am Gegner liegt, aber es bringt ja jetzt nichts, sich darüber aufzuregen, dass man gegen den schlechten Gegner gut spielt, ne? Das wäre merkwürdig. Ich würde mich lieber freuen, dass es zumindest gegen den klappt. Also, dass ich schon mal, ich bin schon mal nicht der schlechteste FIFA 18 Spieler auf dem PC. Das ist schon mal, das können wir schon mal festhalten, das ist schon mal schön. Selbst. Ja, das war dumm. Ich wollte eigentlich einmal straff schießen und nicht zweimal komisch. Wenn der Alamida jetzt reinging, es war glaube ich ein bisschen abgefälscht, aber drin ist drin. War glaube ich Traoré, oder? Der den geschossen hat. Er ist ja auch Linksfuß. Ja. Ah, Torhüter kommt noch irgendwie mit dem Arm ran. Ich glaube, der Gegner bricht ab. Der Gegner spielt echt schlecht. Oder er stellt nur um, wie es aussieht. Sonst hätte er wahrscheinlich schon abgebrochen. Na?
Macht er denn so lang? Hat er überhaupt schon mal geschossen? Ich glaube nicht. Das ist halt echt krass in so einem Spiel wie FIFA 18, wo man doch relativ einfach nach vorn kommt und zumindest zum Schuss kommt, dann wirklich Gegner zu haben, die. Also entweder versucht er mich jetzt zu ärgern, indem er hier immer Pause drückt, oder er hat gerade irgendwas ganz Wichtiges zu erledigen. Ja, das ist in so einem Spiel, wo es einfach eigentlich einfach ist, zum Abschluss zu kommen, dass es dann doch immer mal Gegner gibt, bei denen es gar nicht funktioniert. So, drückt ihr jetzt nochmal Pause oder können wir jetzt weiterspielen? Ach, er hat wirklich gewechselt, okay. Der Pass war einfach nicht geil. Hätte man, denke ich, besser spielen können. Oh, krass, geil. Ich glaube, Arangis hat gar nicht so einen guten Distanzschuss, aber er macht gerne mal einen. Ich mag diesen Jubel. Ich glaube, das soll ein Sturm sein. Wind halt, Windböe, Sturm, der die umbläst. Würde ich behaupten. Ja, schönes Tor. Ach, bitte lass mich doch mal dann auch im Halbfinale so einen Gegner bekommen oder einfach so gut spielen, dass ich auch gegen bessere Gegner gewinne. Oh, es wirkt gegen den einfach so leicht. Da hat man einfach das Gefühl, man hat es voll drauf. Ey, das ärgert mich. Obwohl es mich nicht ärgern braucht eigentlich. Okay. Bricht er jetzt ab? Steht meine, steht 3-0. Er hat nullmal geschossen. Das ist schon der zweite Gegner, auf den wir treffen, der nullmal geschossen hat. Also gibt es doch auch schwache Gegner in der Qualifikation. Sehr schwache Gegner. Aber wir haben halt alle schon gute Teams. Es war irgendwie noch nicht so, dass wir hier mit kompletten Starterteams oder gegen komplette Starterteams gespielt haben, wo Haufen Silberspieler oder besser gesagt, sogar Bronzespieler drin. Oh, was machst du denn nach Angst? Bronzespieler drin sind. Dumm von mir, wieder zu arrogant, zu viel ins Dribbling gegangen. Was macht da der CPU-Verteidiger bitte? Was macht da der CPU-Verteidiger bitte? Glück gehabt. So schnell kann man sich eins fressen, selbst von so einem Gegner. Oh, das war mal ein schöner Lauf, quasi, und auch schön mitgenommen. Das war dumm ausgespielt. Er nimmt halt auch die Bälle einfach nicht gut an, deswegen schaffe ich es auch ständig, irgendwie das war eigentlich kein guter Pass. Deswegen schaffe ich es auch ständig, ihn beim nach der Ballannahme den Ball abzunehmen, weil er das nicht gut macht. Divock Origi, gespielte Minuten 57, Tore 1, Schüsse. Ach so, ich dachte, er hat Gegner halt Pause gedrückt und deswegen kam das. Oh, einfach über den Ball gelaufen oder was?
Okay, da ist es 3-2. Von dem Gegner, der in der ersten Halbzeit null Schüsse abgegeben hat. Ach, ist 3-1? Hat er nicht schon 1 gemacht? Hä? Okay, das ist 3-1. Dann ist er noch nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, ein 3-0 darf man nicht verlieren. Ein 2-0 in FIFA 18 ist noch nicht sicher, aber ein 3-0, das muss man dann einfach mit nach Hause nehmen. Oder macht halt einfach ein 4-1 draus. Mit Origi. Das war mal ganz gut ausgespielt, denke ich. Und er hat auch direkt geschossen. Schön, dass er direkt reagiert hat. Und da waren wir schon ziemlich nah am Tor wieder dran. Also denke ich auch nicht das allereinfachste Tor für Origi. Ja, die Flachschüsse aus solchen Winkeln verkacke ich gerne, habt ihr ja gerade gesehen. Oh, da habe ich mich verschätzt. Will er jetzt nicht etwa über Kopfballtore versuchen, hier das Spiel noch zu drehen? Ein bisschen Glück. Ja, schlecht ausgespielt, ganz schlecht ausgespielt. Hat massive Überzahl. Jetzt hat er einen Kopfballtor gemacht, ich denke anscheinend, es klappt immer. Oh Mann, wenn der Pass mal so kommt, wie ich mir das vorstelle, dann ja, hätten wir auch ein Tor gemacht. Hätten wir wahrscheinlich auch ein Tor gemacht, aber wir haben ja auch so ein Tor gemacht. Von daher egal. Origi, er macht sein Zeugs bisher. Es waren jetzt auch nicht wirklich schwierige Tore, die er machen musste, aber er hat sie bisher gemacht. 5 Tore, 5-1. Damit haben wir jetzt die meisten Tore in dem Spiel geschossen. Ich glaube, vorher war 4-0, ne? Es ist doch schon mal nicht schlecht. Aber es ist die erste Runde. Ich brauche es jetzt auch mal in der zweiten Runde im Halbfinale und am besten noch im, Quatsch, im, na, im Viertelfinale und dann im Halbfinale, dann im Finale. Aber er gibt nicht auf, also er spielt immer weiter. Das ist schon mal beeindruckend. Ah, schwach. Schwacher Abschluss von Arangis, aber er hat, wie gesagt, auch eigentlich nicht so die krassen Abschlusswerte. Deswegen finde ich es überraschend, dass er doch das häufigeren mal gute Abschlüsse produziert. Das ist ein Foul, ja. Hätte auch einfach mal mein Origi hingehen können und dann hätte man schnell weiterspielen können. Ich eier dann zu lange rum, wenn ich so einen Laufpass spielen will. Was ist denn jetzt los? Da hat Sommer mal mitgedacht, aber komisch mitgedacht, den hätte er annehmen können und sauber wieder zurückspielen können. So, Traoré hat natürlich keine Power mehr, aber vielleicht reicht es doch nicht mehr.
Schmeichel. Schmeichel war doch der Torhüter, den wir in FIFA 17 hatten mit seiner 100. Inform oder so. Wieso ist denn da jetzt so. Ist es der? Das kann eigentlich gar nicht sein, oder? Der hat jetzt so viele Informs, der kann doch eigentlich. Der muss doch eigentlich ein massiv gut bewerteter Torhüter sein, den niemand im Anfangsteam hat. Ich glaube, ich verwechsel den gerade. Da gibt es wahrscheinlich noch einen Schmeichel. Oder? Das kann das jetzt nicht sein. Du weißt nicht, der hat doch nur 100. Also, der hat doch 6 Informs oder so. Kasper Schmeichel, doch, das ist der, oder? Hä? Hatte der schon so einen guten Torhüter drin? Ah, ich weiß es nicht. Naja, ist auch egal. Origi, direkt mal 10, 10er Bewertung. Tore 3. Vorlagen 1. Also 4 Scorerpunkte in einem Spiel. Auch nicht schlecht. So, dann geht es in der nächsten Folge wieder ins Viertelfinale. Hoffen wir mal, dass wir da dieses Mal wieder nicht so guten Gegner bekommen oder selber halt auch einfach gut spielen. Vor allem halt, wie gesagt, wenn ich meine scheiß Abschlüsse hinbekommen würde, wäre das alles nur halb so wild. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.